Prozessen oder menschlichen Prozessen einfach die in jedem Individuum passieren. Ich habe ja promoviert zum Thema Intuition als professionelle Kompetenz und zum Training dieser professionellen Kompetenz. Und mir war es sehr wichtig, Intuition zu entmystifizieren, so habe ich es einfach mal genannt. Also ich habe kein Problem mit Mythen, aber ich habe schon ein Problem mit einfach scharlatanhaften Erklärungen oder irgendwelchen Blubbersülzerklärungen. Und Intuition lässt sich erstmal wissenschaftlich bis zu einem gewissen Grad sehr klar und sehr einfach erklären. Es gibt nach meinem Dafürhalten im Augenblick drei sauber fundierte Erklärungsmodelle. Das erste wäre Erfahrungswissen. Dabei ist wichtig, dass Intuition nicht gleich Erfahrungswissen ist, sondern in dem Moment, wo ich ein Problem habe, eine Aufgabe habe, versuche ich dieses Problem zu lösen, bewusst, gebe damit aber gleichzeitig an mein Unbewusstes eine Aufgabe, auch im Unbewussten einen Suchprozess zu starten. Ja? Und jetzt kann man sich das so vorstellen, mein Erfahrungswissen, was ich über die Jahre gesammelt habe, ist sowas wie ein Informationspool und jetzt kommt ein Zugriff von einer Frage bezüglich eines Problems und dann wird in diesem Pool gesucht und irgendwann ergibt sich vielleicht durch eine Vernetzung oder auch durch das Finden eines bestimmten Punktes eine Lösung. Ja, und die geht dann nach oben praktisch wieder ins Bewusstsein. So, also Intuition bedient sich gewissermaßen im Pool der schon gemachten Erfahrungen des gespeicherten Wissens. Das ist Modell Erfahrungswissen. Das zweite Modell ist unbewusste Wahrnehmung und Informationsverarbeitung. Wir nehmen unbewusst viel mehr Daten wahr als bewusst. Die krasseste Schätzung liegt im Augenblick darin, dass wir ungefähr 50 Informationseinheiten pro Sekunde bewusst wahrnehmen und unbewusst 11 Millionen. Das heißt, wenn das Modell stimmt und dieses Rechenexempel, dann würden wir unbewusst oder nimmt unsere unbewusste Informationsverarbeitung mehr als die bewusste war, und zwar um den Faktor 220.000 gesteigert. Wir nehmen unbewusst 220.000 Mal so viel Informationen wahr wie bewusst. Was meiner Meinung nach ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass es auch sehr unökonomisch wäre, die unbewusste Wahrnehmung einfach auszublenden. Das war das zweite Erklärungsmodell. Das dritte ist das der sogenannten Spiegelneuronen. Das bedeutet, wenn ich als Mensch einen anderen Menschen sehe, dann geschieht in meinem Kopf im Grunde genommen sowas wie eine Simulation des anderen, den ich in meinem Außen beobachte. Und es werden sehr ähnliche neuronale Muster in meinem Kopf aktiviert, wie bei dem, den ich da draußen beobachte, was bei dem im Kopf passiert. Das ist ganz spannend. Das ist auch ein Modell, was tatsächlich wirklich so sehr neurologisch, hardcore-wissenschaftlich erforscht wurde von einem Professor Rizzolatti, Physiologe in Italien. Ich glaube, Mitte der 90er ist es gewesen. Da wurde ein Experiment mit Affen gemacht. Ja, also da hat ein Affe einen anderen Affen beobachtet, der Nüsse isst. Und der beobachtende Affe, beide waren verkabelt mit einem EEG, also Hirnstrommessung, da zeigte sich, dass dieselben Handlungsneuronen aktiviert waren wie bei dem tatsächlich essenden Affen, obwohl der ja nur beobachtet hat. So, damit haben wir drei Erklärungsmodelle, die auf eine sehr einfache und gute Art einen guten Teil unserer menschlichen Intuition erklären. Und auf die Frage, wie kann sich jetzt jemand, der da vielleicht ein bisschen Berührungsangst mit hat, wie kann der sich damit auseinandersetzen, sich diesem Thema annähern? Naja, erstmal indem er sich einfach diese Modelle anschaut und einfach auf dieser ganz kopfigen, rationalen Ebene erstmal erkennt, aha, okay, Intuition ist ein ganz normaler, physiologischer, psychologischer Prozess, der in jedem Menschen stattfindet und nicht beim einen ist und beim anderen nicht. So, und dann gab es, wie ich mich jetzt noch erinnere, eine dritte Frage, nämlich die nach dem Training. Vereinfacht gesagt, oder nicht vereinfacht gesagt, ich mache es mal anhand von einem Beispiel klar, wie ich arbeite ganz konkret. Wenn ich mit Führungskräften zusammenarbeite, die sich dafür interessieren, Intuition, ihre persönliche Intuition im Berufsleben zu verbessern, zu optimieren, dann arbeite ich ganz stark mit vielen improvisierenden Elementen. Konkret heißt das, ich arbeite mit sehr viel Theaterelementen, Übungen aus dem Schauspieltraining, aus dem Improvisationstheater. Das heißt, ich bringe die Leute in Situationen, wo sie mit ihrem Kopf alleine nicht weiterkommen, weil sie nicht wissen, was kommt. Sie sind konfrontiert mit unplanbaren Situationen und müssen in diesen unplanbaren Situationen aber blitzschnell entscheiden. Sie können nicht sagen, oh, das vertagen wir mal auf morgen oder das lasse ich jetzt mal einen Moment lang liegen oder da schlafe ich nochmal eine Nacht drüber, was ja alles legitim ist im Berufsleben. Aber nicht beim Improvisationstheater oder bei einer kleinen Theaterübung.
da brauchen wir jetzt die Entscheidung, sofort. Das heißt, da muss aus dem Bauch heraus gehandelt werden und man merkt und spürt sofort und kriegt auch die sofortige Rückmeldung, also ein ganz kurzschleifiges Feedback, wenn man da im Kopf gewesen ist und versucht hat, zum Beispiel die Situation vorauszusehen, zu ahnen, okay, was könnte jetzt vom anderen kommen, was könnte ich darauf machen, wie könnte ich darauf reagieren, ist die Szene tot. Und das kriegt auch jeder beim Spielen mit. Und dann gibt es ja auch noch ein Publikum, sprich diejenigen, die gerade mal nicht am Spielen sind von der Ausbildungsgruppe oder Trainingsgruppe. Und die können das dann auch wieder zurückmelden. Also es ist eine ganz konkrete Art und Weise, das sehr pragmatisch zu trainieren. Ist aber jetzt nur ein winziger Ausschnitt. Es geht mir auch um die Arbeit dann zum Beispiel an den persönlichen Annahmen und Glaubenssätzen über Intuition. Einfaches Beispiel. Ich habe mal eine Führungskraft gehabt, der ist einfach davon ausgegangen, dass Intuition in erster Linie ist eine Art Gabe ist. Also er hat jetzt nicht im strengen Sinne gesagt, dass es genetisch prädisponiert, also das ist jetzt wirklich in den Genen. Aber er war schon so eine Idee von, der eine hat es, der andere hat es nicht. Ja, und dann haben wir genau mit dem Thema erstmal gearbeitet an diesen Glaubenssätzen, dass er dann irgendwann auch für sich merken konnte, ja, das stimmt ja gar nicht. Also das ist tatsächlich ein limitierender Glaubenssatz, den ich da habe über mich selbst. Und in dem Moment, wo man solche Glaubenssätze auflöst, ist natürlich auch wieder viel mehr möglich. Ja. Also es gibt eine Dreischrittigkeit bei mir. Das erste ist halt einfach die Arbeit an den Ausgangsbedingungen. Wie sieht es eigentlich bei mir persönlich aus? Was habe ich für Annahmen über mich? Was habe ich für Erfahrungen schon gemacht? Gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen mit Intuition im Berufsleben? Wie sieht mein professioneller Kontext aus? Ja, das berufliche Feld, in dem ich tätig bin. Darf ich da intuitiv sein oder nicht? Dann die eigentliche Performance, wie ich es nenne. Und dann später nochmal sehr ausführlich nochmal ein Sonderteil zum Transfer. Ja, wobei der Transfer immer schon auch während der Performance-Phase eine große Rolle spielt. Also nach jeder Übungseinheit arbeite ich dann immer gleich auch in Transfergruppen. Wie kann man das jetzt übertragen ins Berufsleben, was ja dann doch nochmal ein bisschen anders aussieht als in der Theaterübung. Was ist das Gegenteil von Nichtwissen? Also in Nichtwissen steckt ja rein sprachlich schon mal das Wissen drin. Ja, also Nichtwissen. Und also so gesehen würde ich jetzt erstmal spontan sagen, naja, halt Wissen. Jetzt ist die Frage aber auch für mich durchaus sehr anregend. Und zwar, weil ich mich jetzt im Rückschluss erstmal gefragt habe, was sehe ich denn für Formen von Nichtwissen? Also ich habe auch so eine Art Landkarte von Nichtwissen für mich entwickelt und unterscheide zum Beispiel einfach nur mal schon mal zwischen bewusstem und nicht bewusstem Nichtwissen. Ich kann zum Beispiel wissen, dass ich etwas nicht weiß. Mein 16 Monate alter Sohn weiß im Augenblick noch nicht, dass er nicht Auto fahren kann. Er spürt es vielleicht, aber also Wissen würde ich das nicht nennen. Wenn der 7 oder 8 Jahre alt ist, dann weiß der ganz genau, dass er nicht Auto fahren kann. Und das ist ein ganz fundamentaler Unterschied, denn es gibt zum Beispiel eine zweite für mich sehr relevante Unterscheidung, nämlich zwischen relevanten Nichtwissen und irrelevanten Nichtwissen. Und ich muss als Führungskraft zum Beispiel unterscheiden lernen, welches Nichtwissen für mich völlig irrelevant ist, auf gut Deutsch scheißegal, da muss ich überhaupt keine Zeit mit verschwenden, gerade in unserer Zeit der Informationsüberflutung oder Datenüberflutung. Aber ich muss sehr wohl wissen, was ein relevantes Nichtwissen ist. Zum Beispiel irgendwo einen Blog zu haben, wo irgendwelche Kunden über unser Produkt sich austauschen, möglicherweise kritisch austauschen, ja, statt zu der Firma zu kommen, weil wir noch kein gutes Beschwerdemanagementsystem haben. Ganz pragmatisch gesehen jetzt wieder. Ja, das wäre sehr relevantes Nichtwissen. Und wenn ich jetzt einfach nochmal diese zwei Dimensionen nehme und die einfach jetzt mal rückwirkend auf den Begriff des Wissens beziehe, dann würde ich sofort sagen, naja, also wenn ich sage, es gibt zum Beispiel ein bewusstes Nichtwissen, dann wäre das Gegenteil bewusstes Wissen und nicht unbewusstes Wissen. Denn unbewusstes Wissen ist ja häufig dann auch wieder als Können oder implizites Wissen beschrieben, ist ja ein Wissen, über das ich nichts sagen kann. Aber ich weiß ja irgendwas oder ich kann irgendetwas. Ja. Aber ich kann darüber nicht sprechen. Und so gesehen ist es auch auf eine gewisse Art eine Form von Nichtwissen. Ja. Also deswegen kurz und knapp jetzt, es gibt immer ganz klare Pendants. Also bewusstes Nichtwissen, Pendant, bewusstes Wissen. Unbewusstes Nichtwissen gleich unbewusstes
Wissen. Also nicht gleich, sondern das Gegenstück, ja, das analoge Modell. Erster Versuch einer Antwort. Ich werde aber, glaube ich, weiter drüber nachdenken. Das ist eine spannende Frage.